Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Pooh's Welt abgeschlossen. Yay! Party, Party! Und, ja, Entschuldigung. Und jetzt machen wir uns auf zur nächsten Welt mit den 7 Sternen. Dafür machen wir jetzt einen kleinen Trip nach Halloween Town. Und von da aus fliegen wir dann nach, was auch immer auf uns wartet. Sollte mal langsam echt mein Gummischiff hier neu bauen. Wird vertagt. Und los geht's. Ach, werden wir schon schaffen mit dem Schiff. Ich kriege meine Felsen kaputt, aber egal. Hey, die kriege ich noch mit ein paar Schüsse weg, also. Weil wenn man bald, ich glaube nach dieser Welt, wir mal ein neues Gummischiff bauen. Und dann, ja. Soll ich das auch aufnehmen? Das hätte doch bestimmt jemanden. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn es halt interessiert, da kann er reinschreiben, aber weiß ich nicht. Weil ich vorstelle, dass das so spannend ist. Vielleicht werde ich den Part aufnehmen und irgendwann später hochladen, so als Bonuspart. Aber naja. Weiß auch nicht, wann ich das Schiff dann wieder nochmal irgendwann ist der Neubau oder so. Wenn dann schon das letzte Ding ist, was ich hier bauen werde. Oh Gott, ich dir. Ihr könnt betrunken, das weiß ich. Ich krieg nicht kaputt. Pff, ich hab nicht dran gedacht. Da geht doch ja noch locker. Das ist doch locker, ja, hallo. Ganz viel Schutzgummi. Aber jetzt haben wir auch bald genug Sachen, mit denen wir anfangen können, hier zu bauen. Also ja, nach dieser Welt machen wir das dann. Sei dann zufrieden dann. Aber die kriege ich ja nicht kaputt. Feuerknopf runtergehen und das Ding ist verschwunden. Oh, ein großes Schiff nähert sich uns. Ein ziemlich großes Schiff. Oh, ein echtes Schiff. Ein Schiff? Das ist ein Piratenschiff. Na klar. Die wollen uns ran, alle festhalten. Nö. Die parken nur neben uns. Macht euch dann nicht hier so schnell ins Hemd. Was geschieht jetzt? Verzaubertes Nimmerland. Ja, die erste Welt, wo im Untertitel auch genau das Richtige steht. I didn't think you'd come, Sora. Good to see you again. Well, where are Donald and Goofy? Are they that important to you? More important than old friends? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Kairi! That's right. While you were off goofing around, I finally found her. Not so fast! No shenanigans aboard my vessel, boy. Riku, why are you siding with the Heartless? The Heartless obey me now, Sora. Now I have nothing to fear. You're stupid! Sooner or later they'll swallow your heart! Not a chance. My heart's too strong. Riku! I've picked up a few other tricks as well. Like this, for instance.
You can go see your friends now. Let's get underway already. And keep Sora away from Kairi until we're ready to land. That scurvy brat thinks he can order me around. What shall we do, Captain Hook? Nothing! The hold is crawling with heartless. Let them keep an eye on the brats. But, Captain, you know who is also down... Shh! Did you hear that, Smee? Oh, that dreadful sound. No, Captain. Are you quite sure? Did I imagine it? Oh, my poor nerves. Ah, Federbaden. Habe ich, glaube ich, nie gesehen im Film. Natürlich weiß ich, um was es geht, aber... Yeah, it was definitely den Disney-Film habe ich, glaube ich, nie gesehen. Nur mit Robin Williams. Wo er ihn übrigens. Yeah, sounds great. Okay, my fast. How about you now? Oh, sorry. Hmm. How you doing there? Looking for a way out? Who are you? I'm the answer to your prayers. Grüne Strumpfhose. Okay, fine. Have it your way. Komplett in grün. Robin Hood. Too, aren't you? Nope, I'm just waiting for someone. Oder bist du Link? Tinkerbell, what took you so long? Link ist doch blond. Da ist Link. Great job. So you found Wendy? Als Frau nur. Hold on. There was another girl there too? Are you crazy? There's no way I'm gonna leave Wendy there. She must be pretty jealous. Ganz ehrlich, das hat Donald verdient. Come on, Tink. Open up the door. I'm Peter Pan. I'm Sora. Okay, we're in this together, but only till we find Wendy. Dick. So, jetzt gute Frage. Wen habe ich das letzte Mal nicht? Ich war letzte Mal mit Jack unterwegs. Da habe ich Donald rausgenommen, oder? Musik passt jetzt gerade so zu meinem Gedankengang. Dann nehmen wir anstatt ihn so. Ja, so, ne? Weil jetzt mal haben wir ja Jack reingenommen, weil er konnte auch so magische Dinger, magische Angriffe. Deswegen habe ich Donald rausgenommen. So, ich habe ein paar Abilities ja bekommen. Tech Boost, ja. Ja. Ja, okay, ist gut so. Donaldo, nein. So, ja, das ist schon gut. So, erstmal gucken, Brotskette, warum haben die alle nur Brotsketten? So, her damit. Ich muss, glaube ich, noch ein paar Potions reinpacken, wegen dem Dilemma letztens, mit diesen komischen Affen in Travers. Die ich, glaube ich, mich zu erinnern, so schnell wie möglich erledigen muss. Und das deswegen nicht geklappt hat. So. Okay, weiter geht's. Weil er ist so gut wie tot. So wird schon längst tot. 150, was? So, 34. Weiter schon gelernt, okay. Sehr gut. Ist hier noch jemand? Ich wollte gerade. Ja, da ist ein Trio, ich verdammt. Merke ich gerade. Muss ich ja wieder wechseln. 15. So, Donald. Ach. Berserker brauchst du nicht, aber dann reicht dann immer noch nicht. Ja, nehmen wir so lange das. Was wollte ich noch mal machen? Neben den Triotech. Wir holen erstmal Goofy. Mach den Triotech, gib dem Messer weg, verdammt.
Warte mal ganz schnell. Dann holen wir wieder Peter Pan rein. Ach ja, ich wollte mal den XP-Ring wegmachen. Zu gucken, wie viel ich dann wirklich hilft. Ob ich dann wirklich 20% mehr bekomme. Ich kann die gelben noch nicht. Ah ja, stimmt. Okay, ich weiß was mit dem Ding ist auch jetzt egal. Ja, ja, keine Ahnung. 20%, das heißt ein Fünftel. Das heißt, ich müsste, wenn ich 34 bekomme, dann müssten die, glaube ich, 28 oder so geben. 28, warte mal, 34, 6, 6, 12, nee, keine Ahnung, ist mir zu blöd jetzt. Ich kann nicht gleichzeitig zocken und rechnen. Okay. Nee, ich glaube, den gelben Trio-Technik kriegen wir sogar hier, oder? So, gehen wir hier lang oder da lang, gehen wir da lang. Au! Maximum LP, gut. Ich habe gerade meinen Nassier-Reif weggepackt. Uff. Uff. Dann gehen wir erstmal hier lang noch. In die andere Tür gucken. Ja, hier hoch. Ne, da hoch geht nicht, ne? Blöd. Hm. Müsste 6 Erfahrungspunkte mehr bei den Viechern kriegen oder so, weiß ich jetzt nicht. Ist mitten in der Nacht, ich hab keinen Bock zu rechnen jetzt. Ich könnte es aber. Ja, die müssten normalerweise 8 geben. Glaube ich. Ein Fünftel. Okay. Was? Geht ja gar nicht. Egal. Ja, weiß ich nicht. Das soll aufgerundet werden, irgendwie so. Als erstes spannend wahrscheinlich jetzt zuzuhören, ne? Oh, hi. Und, hi. Ob sich das nicht so, aua. Ab. Uff. So, von wo bin ich jetzt gekommen? Hier bin ich nicht gewesen, anscheinend. Also muss ich da auch. Alter! Kannst du mal so tun, als würde ich dich angreifen? Danke. Aua! Aua! Warum treffen die mich so gut? So, macht ihr mal den Rest da. Ich hab keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. So, ja. How come you can fly? Anyone can fly. You wanna try? Aw, haven't you cooled up yet, Tink? Just a little bit of pixie dust. There, now you can fly. Okay. Erneut, das hat Donald verdient. In dem Spiel auf jeden Fall. So Wendy's not one of the chosen ones. There are 7, supposedly. And Maleficent says she's not one of them. Hoist anchor as soon as possible. Leave all the dead weight behind, including her. After the trouble of capturing her? And why those 7? What is Maleficent planning anyway? Who knows? As long as it means getting Kyrie's heart back, I couldn't care less. You're wasting your time. The Heartless have devoured that girl's heart. I'll stake me other hand, it's lost forever. I will find it, no matter what. Captain?
What? The prisoners have escaped. What's more, Peter Pan is with them. Blast that Peter Pan. All right, then. Bring the hostage to me cabin, Smee. Hop to it. Das klingt nach einem Plan ohne Fehler. What is it, Tink? Peter? Peter Pan? Wendy! Please, hurry! The pirates are coming! What? I'll be right up there. Just hold on! Wendy? Yes? Is there another girl in there with you? Oh, why, yes. But she seems to be asleep. She hasn't budged an inch. Kairi? Kairi! Wendy, irgendwie merkwürdig. Das ist Szene aber irgendwie sehr merkwürdig. Schon gleich fertig mit der Welt, habe ich das Gefühl. So, warum können wir die Seite nicht da oben zerschneiden? Du hast einen deutlich Peter Pan und ich habe ein Schlüsselschwert, das vielleicht oder vielleicht auch nicht schneiden kann. Und ich will die Kamera. Ich will. Alter! Ich drücke in eine vollkommen andere Richtung. Der geht. Ah. What is this? Au! Au! So, du, gib mir dann 150. Also voll Erfahrungspunkte haben. So, wo jetzt lang? Jetzt da oben. Warte mal. Wo muss ich denn jetzt lang überhaupt? Hier war ich doch reingegangen, ne? Muss ich noch mal lang jetzt? Hier ist der Trio-Tisch und da kam er her, also muss er hier irgendwo weitergehen. Alter, wie viel die abziehen, ne? Da bin ich gekommen. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich meine, ich muss ja irgendwo hochspringen. Da, meine Güte. So, ich muss doch irgendwo raufspringen, ja. Da waren keine Löcher, deswegen war ich verwirrt. Ich hoffe, ich bin ja nicht richtig. Hier ist ein Speicherpunkt, geil. Da ist eine grüne Tiertisch und da ist ein Ausgang. Wendy, are you in there? Am besten wir gehen da rein. Bis hierhin kann ich mich gar nicht erinnern. Geht's nicht rein? Dann gehen wir den komplizierten Weg gehen. So. Gut, dann holen wir uns Goofy wieder einmal. Ich hoffe, dieses Mal ist es für einen guten Grund. Ist da extra offen, damit die Tür hat sich aufgemacht, damit wir rein können. Wir klettern direkt da hoch. Ja. Und jetzt, wie viel brauche ich für ein Level Up? 2001. Ist nicht viel, habe ich das Gefühl. Auch da. Ich glaube, wir haben ja nichts verpasst. Wait.
Hi, na. Au! Warum werde ich eigentlich jetzt in letzter Zeit immer geschlagen, bevor ich mal machen kann? Das macht Donald übrigens. Ja. Ich bin den richtigen, glaube ich. Boah, zumindest jetzt hier jemand die ganze Zeit Aero ein. Ich glaube, Peter Pan kann auch irgendwie sowas, oder? Aber Donald, du bist halbwegs nützlich. Mein Gott, der Kampf einfach bis jetzt. Oh, Tech 30. Uff. Einfach geblockt, Mann. Zack, einfach kaputt geballert mit Magie. Ja, ich weiß. Die latschen einfach herum, als wäre es nichts. Das haben wir jetzt ein bisschen knapp hier. Ja, sehr schöner Angriff. Jetzt kommt meine ab. Bams. Greift heute den an, Mann. Bams. Hahaha. Ist ja nicht für unter 18-Jährige geeignet hier. Was da passiert ist. Ah, schön. Zieratkralle oder Zieratkralle. Auf damit, das sah merkwürdig aus. So. Und Welpen, da wusste ich irgendwie sogar noch auswendig, dass hier welche sind. Weil ich noch eine. Das ist eine Truhe. Geh auf. War. So, Zieratkralle. Alle Dunkelschäden, -20% Abwehr und Angriffskraft steigen. Was für Goofy, glaube ich. Alle Feuer, Eis, Blitzschäden, -20%. Könnte aber was für mich sein. Angriffskraft steigt gering für mich. Ja, nehmen wir das hier. So, und dann habe ich hier Rutschattacke bekommen. Die kenne ich, glaube ich, sogar noch. Du hast nichts, du hast nichts. Ich habe gerade Stoppuhr irgendwie sowas gelesen, also hat Peter Pan irgendwie so einen Angriff. So, mehr Taler und so. Moment, ja. Na gut. Hey! Okay, da kann man noch nicht. Aber da kann man schon, aber ich glaube, weiß nicht, keine Ahnung. Oh, nee. Wendy. Come on, Tink, not now. Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Na, oder einfach ab. Der Pisser, Protera-Kette, ja, brauche ich nicht mehr. So Gefühl. Na, hier ist auch ein Speicherpunkt. Ich glaube, da geht schon weiter. Storymäßig, ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Die Kamera, ne? Okay, ich würde sagen, ich beende den Part hier, weil, ja, ich mache mal ein paar kürzere Parts ab jetzt wieder. Kinder nach dem Plan, dann kann ich, glaube ich, ein bisschen öfter was raushauen. So, ja, 25 Minuten. Außerdem kommt bald ja ein Bosskampf und deswegen ja, ist das zeitmäßig irgendwie so besser. Na gut, dann würde ich sagen, ich sage tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.